Hey Freunde, Jugger hier. Heute schauen wir uns einen der wohl krassesten Glitches an, die erst in den letzten Tagen entdeckt worden sind, der eine Kombination aus einem älteren Glitch und einer neuen Methode kombiniert worden ist. Dieser Glitch ist ultra wertvoll für Speedruns und als ich das gesehen habe, musste ich herausfinden, wie das geht. Denn es gibt wieder mal kein Tutorial für diesen Glitch, deswegen musste ich ihn selber herausfinden und mir dieses Wissen irgendwie aneignen. Vielleicht fragt ihr euch, wieso dieser Glitch denn so gut sein soll. Was bringt er überhaupt einem? Ich kann es euch sagen. Dieser Glitch erlaubt es euch, durch jede Wand out of bounds zu gehen, egal wo, egal wie. Die einzige Voraussetzung für diesen Glitch ist es, dass ihr die Fähigkeit Autobuild habt. Wegen dieser neuen Entdeckung hat sich jetzt auch eine komplett neue Route ergeben, die man jetzt für Speedruns benutzt, und zwar die Autobuild-Route. Man fokussiert sich in dem Run, nachdem man das Plateau abgeschlossen hat, so schnell wie es nur geht, an die Fähigkeit Autobuild ranzukommen und damit dann zu Gen zu fliegen. Jetzt sieht man auch, glaube ich, wie krass diese Fähigkeit ist, denn Autobuild zu holen ist schon ein Umweg. Kommen wir jetzt aber zum Wichtigsten. Wie macht man diesen Glitch? Und wie fliegt man damit dann auch noch zu Ganon? Der aktuelle Weltrekord in TOTK ist mit dieser Route bei 52 Minuten und von diesem Speedrunner Player 5 habe ich mir das Ganze auch angeguckt und jeden Button-Input analysiert. Denn zum Glück gibt er uns diese Info, sonst hätte ich das wahrscheinlich nie herausgefunden. Es ist schon länger bekannt, dass es einen Autobuild-Glitch gibt, in dem man B und Y gleichzeitig drückt, nachdem man irgendwas ausgewählt hat, denn dadurch baut man etwas, aber nicht wirklich. Das, was man gebaut hat, schwebt dann vor einem und versucht immer vor Link zu bleiben. Und wenn du dann auf dieses Objekt drauf kommst, erreichst du sehr krasse Geschwindigkeiten, weil halt immer noch dieses Objekt versucht, vor Link zu sein, aber du auf dem Objekt draufstehst. Damals haben das viele Leute vorgestellt mit einem Holzbrett und einem Apfel. Von dieser Methode weiß man, dass B und Y irgendwas mit Autobuild macht und Leute haben dann probiert, mit einem Steuerelement und einem Ventilator das Gleiche zu machen. Mit der Hoffnung, dass man sich irgendwie damit durch Wände glitschen kann. Ich habe das auf jeden Fall die ganze Zeit dann probiert und habe es auch dann irgendwann geschafft. Nachdem man das Teil zum Pre-Bilden ausgewählt hat und dann B und Y gleichzeitig drückt, entsteht so ein Desync zwischen der Welt und dem Auswählen vom Pre-Build. Deswegen lässt das Spiel diese Silhouette da, aber du kannst auch wieder Link steuern. Du musst dann nur noch auf A drücken, um auf dieses Steuerelement zu kommen und das glitscht dich dann durch jede Wand. Ja, oh mein Gott, einfach gefreestyled. Oh mein Gott. Ich habe mich hier auf jeden Fall schon ultra gefreut, dass es geklappt hat. Nur das war erst der erste Part. Bevor wir zum zweiten Teil von diesem Glitch kommen, fällt mir auch auf, dass wirklich nur der Ventilator und das Steuerelement das mit sich machen lassen. Ich habe auch viele andere Sachen probiert, bei dem auch ein Steuerelement da ist, aber da hat es nicht so funktioniert. Ach ja, und übrigens, der Glitch ist irgendwie extrem gefährlich, denn wenn du ein bisschen zu lange auf diesem Steuerelement drauf bleibst, crasht das Game, weil du sollst ja nicht auf dem Steuerelement drauf sein und nach oben fliegen und eigentlich sollst du ja auch noch im Pre-Build sein. Deswegen stürzt das Game auch einfach ab. Ja, ich schaff's doch jetzt echt immer First Try eigentlich. Der zweite Teil von diesem Glitch auf der Route ist, jetzt zu Gen zu fliegen. Und da wir jetzt wissen, dass wir nicht zu lange auf diesem Steuerelement drauf sein dürfen, weil sonst das Game crasht, brauchen wir irgendwas anderes. Hier kommt wieder dieser Brettglitch ins Spiel. Nur diesmal machen wir es nicht mit Brettern, sondern mit Gleitern. Wir droppen drei Gleiter vor uns, kleben einen Gleiter über den anderen, der am Boden ist, verlängern dann noch die Länge von dem Ganzen mit dem dritten und dann machen wir das Gleiche. Wir pre-bilden dieses Konstrukt, drücken B, Y gleichzeitig, um es abzubrechen, um das in diesen geglitchten Zustand zu bringen, bei dem es immer versucht, vorn zu sein, droppen dann noch einen Gleiter und mit diesem Gleiter können wir das Ganze mehr oder weniger steuern. Ich sage mit Absicht mehr oder weniger, weil eigentlich steuerst du das Ganze immer noch mit Link, weil die ganzen Gleiter versuchen ja vor dir zu sein, aber trotzdem kann man mit dem Gleiter, den man in der Ultrahand hat, trotzdem noch ein bisschen steuern. Jetzt musst du nur noch nach unten fliegen und dann nach links durch nach Hyrule's Castle. Und wenn du ungefähr bei diesem Spot bist, musst du noch einmal den Out of Bounds Autobuild Glitch machen und dann bist du wieder in Bounds. Denn, falls jemand nicht weiß, TOTK und BOTW haben zwei Checks für Out of Bounds und für Inbounds. Das haben wirklich die wenigsten Spiele. Die meisten Spiele haben nur einen Schutz, dass du Out of Bounds gehst, aber nicht mehr für Inbounds. Und das ist der Glitch, der wirklich am krassesten gerade für Speedruns ist. Es ist wirklich super krass, was Leute alles herausfinden und vor allem, wie speziell auch das Ganze ist. Der Weltrekord ist jetzt bereits bei 52 Minuten und ich kann mir gar nicht vorstellen, was noch alles passiert. TOTK ist ein wirklich so interessantes Spiel und ich versuche auch alles, was Speedruns, Glitches oder Challenges angeht, auf diesem Kanal zu covern und darüber Videos zu machen. Deswegen, falls euch das Ganze interessiert, lasst gerne ein Abo da und lasst auch ein Like und einen Kommentar auf dem Video da. Das würde mich wirklich sehr unterstützen. Ich speedrunne dieses Spiel auch selber, deswegen checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal ab, da streame ich jeden Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. BB.